Halloalli und herzlich willkommen. Heute mache ich leckere Milchnudeln mit einer feinen Erdbeersoße, mit ein wenig Zitronenmelisse und oben drüber geriebene weiße Schokolade. Für die Milchnudeln nehme ich heute hier 250 Gramm kurze Macaroni. Dann brauche ich noch 40 Gramm Zucker, einen guten Teelöffel Butter, einen Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker oder eine Tüte Vanillezucker und noch eine Prise Salz. Dann brauche ich 750 Gramm Erdbeeren, 30 Gramm Puderzucker und dann natürlich nachher zum Rüberraspeln weiße Schokolade. Da nehme ich immer am liebsten die weiße von Nestle, da weiß ich, was ich kriege. Und zum Dekorieren natürlich nachher auch noch etwas Zitronenmelisse. Als erstes gebe ich dann mal die Milch in einen Topf und mache dann auch gleich den Zucker dazu. Den verteile ich immer so ein bisschen, dass der möglichst gleichmäßig am Boden verteilt ist. Dann hilft das so ein bisschen gegen das Ansetzen, also dass es nicht anbrennt gleich am Anfang. Vanillezucker gebe ich auch gleich dazu. Das Salz kommt noch mit dran. Ja, das hat sich hier schon ein bisschen feucht geworden. Ja, wir haben heute einen feuchten Tag in Berlin. Es regnet leider. Die Butter kommt auch dazu. Und dann lasse ich das Ganze einmal kurz aufsteigen. Und während jetzt die Milch warm wird, fange ich schon mal an, die Erdbeeren zu putzen. Das heißt, ich schneide hier oben einfach ab. Guck, wenn hier eine Fehlstelle ist, die schneide ich auch so ein bisschen raus. Und schneide mir das dann in grobe Stücke erstmal. Ja, ich musste jetzt mal die Erdbeerputzerei unterbrechen. Die Milch ist heiß genug. Ich stehe jetzt erstmal auf kleine Flamme. Das heißt, sie steigt jetzt langsam auf, blubbert so ein bisschen. Da muss man dann auch immer aufpassen, dass sie nicht ansetzt. Ich gebe dann jetzt die Nudeln damit zu. Und rühre das jetzt einmal schön durch, sodass der Zucker sich auch gut verteilen kann, dass der jetzt nur auf dem Boden sitzt. So, dann mache ich Folgendes. Damit das nicht zu heiß wird, lege ich mir wieder hier meine Simmerplatte unten drunter und stelle den Topf rauf und lege den Deckel leicht auf. So, das Ganze kann jetzt so 20-25 Minuten ziehen. Immer vorsichtig sein, das soll nicht richtig doll kochen. Es soll nur richtig schön heiß sein und gut ziehen. Die Erdbeeren habe ich mir jetzt fertig geschnitten. Das heißt, den größten Teil habe ich relativ grob. Einen kleinen Teil mache ich ganz fein. Jetzt kommen die hier schon mal in meinen Blitzhacker rein, in meinen Häcksler. Mal sehen, wie da gleich alle reinpassen. Ich werde das in zwei Portionen machen, glaube ich. So, dann gebe ich einen Teil vom Puderzucker dazu. Deckel drauf und klein machen. Ja, ich mache das jetzt richtig schön klein. Ja, und wenn das dann alles richtig schön klein ist, dann gebe ich das schon mal hier rüber ins Schüsselchen. Ups. Und die zweite Portion Erdbeeren kann rein. Und dann kann auch schon die zweite Portion hier zugegossen werden. So, nochmal gut durchrühren, dass das auch alles gleichmäßig ist. Und dann gebe ich auch meine klein geschnittenen Erdbeeren noch dazu. Ja, wenn ich das jetzt im Häcksler gemacht hätte, dann wären entweder welche zu groß gewesen oder zu klein oder alles wäre matschig geworden. So habe ich also genau die Konsistenz, die ich haben möchte. So. Dann kann das erstmal beiseite gestellt werden. Ja, die Schokolade mache ich mir hier einfach so mit so einer kleinen Reibe. Wenn man eine Kastenreibe hat, ist das vielleicht sogar noch günstiger. Dann fliegt nicht so viel ringsherum. Jetzt sind dann auch die Nudeln soweit. Jetzt kann also aufgetan werden. Ich mache das heute mal als Hauptspeise. Schmeckt auch so als bisher eigentlich ganz gut. Dann aber eventuell eher kalt servieren. So. Dann kommt was von der Soße oben drauf. Ja, da kann ruhig noch ein Schlag. Dann gebe ich hier ein bisschen von der Zitronenmelisse. Die habe ich mir ganz klein gemacht. So oben mit bei hier. Und jetzt kommt zum Abschluss noch ein bisschen von meiner geriebenen weißen Schokolade damit oben drauf. So, noch eine kleine Erdbeere an die Seite. So, und so werde ich das jetzt servieren.
Also wer süße Nudeln mag, der wird begeistert sein. Das ist wirklich ein ganz leckeres Gericht. Meine Gäste sitzen schon hungrig im Zimmer. Ich werde das jetzt so an den Tisch bringen und hoffe, dass es meinen Gästen genauso gut schmeckt wie mir. Aber ich denke mal schon. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Einen guten Appetit und hoffentlich bis bald. Tschüss!